Piepe. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Vergangenheit. Aus einer nicht allzu fernen Zukunft richte ich mich heute über diese Frequenz mit einem wichtigen Anliegen an Sie. Es geht um Pumas, Leoparden, Boxer und Dingos. Nein, ich rede nicht von Tieren, deren Aussterben ich über diesen Weg verhindern will. So etwas liegt mir generell fern, denn ich glaube an die Evolution. Ich rede von Panzern und Panzerwagen, die diese putzigen Tiernamen tragen und deren Existenz uns hier in der Zukunft einige Unannehmlichkeiten bereiten. Ja, Sie werden vielleicht über Ihre sogenannten freien Medien von einem Panzerdeal mit Saudi-Arabien gehört haben und wie der damalige Nationale Sicherheitsrat im Beisein der Sympathieträgerin Dr. Angela Merkel diesen durchwinkte. Nun zu meinem Anliegen. Ich will Sie von diesem Ort aus ganz und gar nicht zu Weltverbesserern umschulen. Ich kann Ihnen aufgrund meines Wissensvorsprungs versichern, dass dies verschwendete Energie wäre. Ich möchte nur an Ihren Selbsterhaltungstrieb sowie an Ihr Verständnis für Dialektik appellieren, wenn ich Sie darauf aufmerksam mache, dass jene Firma, die sich zu Ihrem Zeitpunkt in einer bedrängten Marktposition befand, aufgrund von brillanter Lobbyarbeit eine massive Erweiterung Ihres Exportraumes durchsetzen wird. Die Ergebnisse Ihrer Wertarbeit werden in Ländern verfügbar sein, die vorher aus guten Gründen von deutschen Rüstungsexporten ausgeschlossen waren. Ich beanspruche Ihre Fähigkeiten, Kausal-Zahl-Zusammenhänge zu erkennen, sicherlich nicht zu sehr. Wenn ich Sie nun bitte, einen Augenblick darüber nachzudenken, welche Eventualitäten in Ihrer Zukunft aus diesem Sachverhalt entstehen können. Sie haben richtig gedacht. Aus Gründen, die Sie noch nicht weiter zu kümmern brauchen, stehen wir in der Zukunft mit einigen dieser Länder in Konflikten. Und glauben Sie mir, dass ich diese Konflikte schneller zu einem Ende führen könnte, wenn sich nicht ständig Leopard, Dingo und Dingo, Puma und Puma gegenüberstehen würden? Ich sage es ganz offen. Ich bin stinksauer auf Ihre damalige Regierung und auf diese Firma. Stellen Sie Ihre Regierung und die Vertreter von Krauss, Maffei, Wegmann zur Rede. Nehmen Sie auch die Kommandisten von Krauss, Maffei, Wegmann in Augenschein, die jährlich hohe Dividenden eintreibenden Nachkommen der Gründerfamilien dieses Betriebes. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Dies ist kein Pranger. Dennoch möchte ich Ihnen Informationen zu einzelnen Personen geben. Was Sie mit diesen anstellen, soll Ihnen überlassen sein. Informieren Sie sich über diese unbescholtenen, reichlich verwirrten Ärzte, Anwälte, Künstler, Philologen. Auch eine Lehrerin, ich wiederhole, Lehrerin, ist mit im Club. Ihr Name ist Isabel Klinicke. Reden Sie mit Ihren Schülern und sagen Sie ihnen, Sie sollen Ihre Lehrerin fragen, ob sie auch Ihnen moralische Schizophrenie beibringen könnte. Machen Sie sich schlau über die Fotografin Beatrice von Braun-Behrens, die auf ihre Internetseite ein Zitat von einem gewissen Piotr Olsowka gestellt hat. Das verkürzt lautet: Ein Schriftsteller ist, wer schreibt. Ein Fotograf ist, wer fotografiert. Gemeint ist immerfort, pausenlos, ununterbrochen, bei jeder passenden und vor allem unpassenden Gelegenheit. Fragen Sie sie, wo Ihre Fotos vom Blutgeld zählen sind. Sagen Sie ihr, ein Heuchler ist, wer heuchelt. Immerfort, pausenlos, ununterbrochen. Erfahren Sie etwas über Burkhard Braun-Behrens, einen der führenden Köpfe der 68er-Bewegung in Heidelberg, Künstler aus der Pfalz,
der sagt, er hätte nichts dagegen, wenn seine Familie ihre Anteile verkaufen würde. Dies sei aber schwierig und daher nicht aktuell. Helfen Sie ihm doch bitte dabei. Helfen Sie ihm auch dabei, sein künstlerisches Werk zu vervollständigen. Ein gewisser Paul Klock beschreibt ihn als jemanden, der gesellschaftspolitische Motive und Erscheinungsformen in kleine menschliche Tragödien verwandle, beziehungsweise diese als solche entdecke. Er schreibt weiter, dass gerade Politiker und politische Ideologen sich manchmal auf selbst für sie unmerkbare Weise von der Realität entfernten und sie würden glauben, das Leben verhalte sich so, wie sie es zumindest nach außen darstellen. Aus dieser Diskrepanz zwischen Schein und Tatsächlichkeit, zwischen dem Wahren, Schönen und Guten und ihrem Pendant, der schonungslosen Wirklichkeit, hätte sich die Karikatur schon immer genährt. Weisen Sie Herrn Braun-Behrens doch bitte darauf hin, dass seine wohl bedeutendste Karikatur in seinem Spiegelbild zu finden ist. Gehen Sie auch nach Kassel. Suchen Sie die Villa des kamerascheuen Firmenpatriarchen Manfred Bode, dem sogenannten Phantom. Bringen Sie ihn ans Licht. Schreiben Sie Herrn Frank Haun, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, der mit folgender Äußerung zitiert wurde. Wir führen unsere Geschäfte solide. Und zwar so, dass wir auch ein Morgen haben. Fragen Sie ihn, wer mit wir gemeint ist, und sagen Sie ihm, Sie hätten auch gerne so einen Morgen. Diese Frequenz wird gleich wieder unterbrochen. Ich hoffe, etwas auszurichten. Ich selbst werde es nicht erfahren, aber in Ihrer parallelen Zukunft werde ich es vielleicht etwas einfacher haben. Also, beenden Sie diese irrsinnigen Unternehmen. Nicht für die Moral, sondern für Ihr ganz persönliches Morgen. Ich danke Ihnen und bis bald.